Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Brandenburg-Journals. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Beginn unserer Sendung werfen wir einen Blick in die Lausitz. Dort gibt es einen ganz besonderen Ort, wo sich Kinder ausleben und austoben können. Das Schullandheim Jerischke liegt mitten im Naturschutzgebiet. Spaß, Erholung und Bildung finden dort das perfekte Zusammenspiel. Linoleumboden, Doppelstockbetten und Gemeinschaftsbäder. Da kommt Nostalgie auf. An Schullandheime haben viele von uns wahrscheinlich sehr gute Erinnerungen. Die Kinder finden wir draußen beim Spielen. Und in ihrer Mitte natürlich der Schulleiter, bewaffnet heute nicht mit Lehrbuch und Hausaufgaben, sondern mit einem Lächeln auf den Lippen. Und dazu hat er auch allen Grund. Das Besondere an diesem Landschulheim ist, dass wir erstmal hier sein dürfen. Das gehört dem Landkreis. Der Träger ist und der Landkreis ist auch Träger von unserer Schule. Und ich freue mich total, dass wir unsere Kinder hierher bringen können zur Kennenlernfahrt. Das ist großartig. Wir haben hier Natur, wir haben alles. Die ganze Klasse kann sich kennenlernen, die kommen ja von der Grundschule, müssen sich also wirklich neu zusammengewürfelt auch erstmal finden. Die hatten jetzt 2 Wochen Kennenlernen in der Schule, auch schon Unterricht. Und hier sind sie eben frei. 2,5 Tage, 2 Nächte. Mit Spielen auf dem Spielplatz, mit Wanderungen, auch durch die Nacht hindurch, durchs Dickicht, ja, wunderbar. Und wir werden jetzt gleich noch mit der einen Truppe das Geländespiel machen. Das Schullandheim Jerischke steht für Spiel und Spaß bei gemeinsamer Zeit, aber auch Bildung bleibt da nicht zurück. Die neu gegründete Gesamtschule Spree-Neiße hat letztes Jahr die 1.-7. Klasse empfangen und nutzt das Angebot gerne. Weg vom Klassenraum und neue Wege gehen. Nutzen die Zeit, dass wir auch die Situation, dass wir neu starten, dass wir Dinge neu machen. Also zum Beispiel haben wir unser Schülerbetriebspraktikum schon in Klasse 8, aber nicht in 2 Wochen am Stück, sondern schuljahresbegleitend. Also die 8a und die 8d gehen ein Schulhalbjahr lang jeden Montag in den Betrieb und dann gehört das quasi in den Schulalltag. Und dann machen wir auch noch was anderes Tolles. Wir haben nämlich entschieden, das gesamte Kollegium steht voll dahinter, wir machen 40 Minuten Unterrichtseinheiten, das heißt jede Stunde gibt 5 Minuten ab und damit haben wir eine weitere Lerneinheit, in der die Schüler selbstständig das Lernen üben, als Lernzeit, als freie Lernzeit und in diese freie Lernzeit geben alle Fächer auch ein Stück Inhalt mit hinein und wir können dort wirklich auf die Schüler eingehen. Also wir können wirklich gucken, welchen Bedarf hat so ein Schüler oder so eine Schülerin. Mathe, Englisch, Deutsch. Also es sind Möglichkeiten und ich bin total dankbar, dass das Kollegium das voll mitmacht. Das ist großartig. Für den Schulleiter geht es mit der einen Klasse jetzt in den Wald. Teambuilding und gleichzeitig die Natur erkunden. Und während die einen nach draußen ins Grüne ziehen, steht für die anderen ein Workshop auf dem Programm. So ganz geht es nicht ohne Klassenraumfeeling, selbst in Jerischke. Doch bleiben die Kids fürs Erste von Algebra und Gedichtinterpretationen verschont. Also ich mache hier einen Workshop und bei dem Workshop geht es um die Themen sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität im Rahmen von Antidiskriminierungsarbeit. Das heißt, wir sprechen über Liebe, wir sprechen über Vielfalt von Geschlecht und wir sprechen auch über Diskriminierungserfahrungen. Für die Gesamtschule hört die Bildungsarbeit nicht beim Lehrplan auf. Gefördert wurde der Aufenthalt der Kinder, aber auch der Workshop durch die Programme Aufholen nach Corona und Demokratie leben. Dadurch kann der ganze Ausflug für die Kids kostenlos stattfinden und Christian Müller sich Zeit für die Fragen und Meinungen der Kinder nehmen. Dabei spielt dann auch das Alter der Kids für die Bildungsarbeit nur eine Nebenrolle. Na, inhaltlich kann dieser Workshop mit allen Menschen funktionieren. Es ist halt die Art und Weise des Sprechens und wie viele Begriffe, wie kompliziert wird es halt gemacht, das weicht dann halt ab. Und der Bedarf ist da. Nicht nur das Interesse der Schülerinnen und Schüler soll gestillt werden, für die Gesamtschule Spree-Neiße geht es auch darum, Vielfalt und Gerechtigkeit gegenüber Menschen in die Schularbeit einzubinden. Während die Kids weiterarbeiten, ist die andere Gruppe im Wald angekommen. Dort steht ein Planspiel auf dem Programm. Die Kids toben sich aus und müssen als Gruppe verschiedene Rätsel lösen und Aufgaben bewältigen. Raus aus dem Klassenraum und rein in die Natur. Solche Bildungsangebote wünschen sich viele Eltern für die eigenen Kinder. Doch ist ein Ausflug wie dieser mit viel Aufwand verbunden.
Der Förderverein der Gesamtschule hat sich aber unermüdlich eingesetzt und diesen Ausflug möglich gemacht. Und hier sind Bildungsangebote eben nochmal ganz anders möglich als in einem Klassenzimmer. Also ich freue mich immer, wenn die Kinder hier bei uns was lernen, wenn sie in die Natur gehen, mal einen Baum wieder kennen, ein Blatt erkennen, auch mal ein Tier erkennen und auch mal einen Laut von einem Tier hören und mal sagen, was das ist. Und einfach auch mal, dass die Kinder lernen, mal vielleicht eine Minute Ruhe halten. Das ist für mich immer ganz wichtig, wenn ich so meine Wanderung mache. Neues Lernen und dabei den Klassenzusammenhalt stärken. Das Schullandheim Jerischke macht's möglich. Und die neue Gesamtschule Spree-Neiße zeigt, was Schulbildung sein kann. Eben nicht Betonblock und alte Tafeln, sondern Spaß, Spiel, weiterführende Bildung und Innovation aus dem Bestehenden heraus. Wir bleiben noch beim Thema Aktivitäten für Kinder und richten unseren Blick jetzt in die Landeshauptstadt. Dort fand vor kurzem die sogenannte Bummi-Olympiade statt. Die Kollegen von Hauptstadt TV berichten. Sportfrei. Früh übt sich, darum geht es im Rahmen der Kita-Olympiade im Potsdamer Luftschiffhafen am Olympiastützpunkt. Das Projekt ist bereits in über 250 Kindertagesstätten in Brandenburg ein fester Bestandteil des Alltags und hat darum ein klares Ziel. Wir wissen, dass Bewegungsauffälligkeiten zugenommen haben. Die Kinder sitzen mehr nach Corona als vor Corona. Und wir müssen damit und wollen damit ein Zeichen setzen, Kinder in Bewegung bringen. Es gibt 4 standardisierte Übungen. Das ist einmal der Schlängellauf, einmal übers Seil springen, einmal ist es der Ballzielwurf und der Standsprung. Und die sind vergleichbar und wird wissenschaftlich behandelt. Wir gucken, wie wir Impulse setzen können und wie wir einfach unsere Kindergärten, unsere Grundschulen mehr in Bewegung bringen. Und da ist die Kita-Olympiade ein Baustein dazu. Und ich bin froh, dass wir heute 18 Kindergärten hier haben mit über 360 Kindern. Doch bevor es losgeht, wird sich erst einmal fleißig und professionell warm gemacht. Natürlich ist dabei auch Maskottchen Fritzi am Start. Und dann geht es zum Staffellauf, bei dem nicht die allerbesten Sprinterinnen und Sprinter der jeweiligen Kita am Start sind, sondern das bestmögliche Team. Und dann sitzen wir mit den Kindern gemeinsam zusammen und überlegen, wen würdet ihr denn auswählen, um einfach auch bei unserem Staffellauf laufen zu lassen und uns dort zu vertreten. Und das ist ganz niedlich, dass die Kinder halt sagen, ja, der ist der Schnellste, aber der kann richtig laut anfeuern oder das Mädchen kann richtig laut anfeuern. Und so fügen sich die Kinder zum Teil auch selber in die Positionen, die sie gerne durchführen möchten. Viel zu entdecken gibt es an diesem Tag auch neben den standardisierten Übungen, beispielsweise Fechten oder Judo, denn der Spaß soll auf keinen Fall zu kurz kommen und es können sportliche Synergieeffekte entstehen. Ziel der Vereine ist es, Kinder aufzunehmen und dafür ist die Veranstaltung einfach super. Herzlichen Dank an alle Organisatoren und Beteiligten. Zu den standardisierten Übungen, den Fritzi-Übungen, gehören das Werfen eines Balls in den mittleren Reifen. Man sieht hier unseren Fritzi, unser Maskottchen, der natürlich für die Motivation und den nötigen Spaß sorgt. Und die Kinder werfen jetzt gerade, so wie der Fritzi das gemacht hat, mit beiden Händen gleichzeitig den Ball in den Reifen. Dabei geht es darum, die Auge-Hand-Motorik zu fördern. Das heißt, die Hände müssen gleichzeitig den Ball loslassen und im Einklang, in Abstimmung mit den Augen, den Ball koordiniert in den Reifen werfen. Und auch der sogenannte Schlängellauf. Hier beim Schlängellauf geht es um Wendigkeit und Schnelligkeit. Die Kinder müssen zum nächsten Kegel schauen und trotzdem schnell sein. Zwar ist es erstrebenswert, dass die Übungen entsprechend sauber und technisch ausgereift ausgeführt werden sollen. Doch auch in kleineren Fehlern liegt Entwicklungspotenzial. Wir haben eine ganze Bandbreite an verschiedenen Aufgaben, die dazu zählen, wie Hand-Auge-Motorik, wie das Gleichgewichtsvermögen. Und auch zum Beispiel genau diese beiden Dinge sind eben essentiell wichtig. Wenn ich darin die Grundlagen gut gelegt habe und den Kindern vernünftige Bewegungsabläufe zeige und, wie Sie es formuliert haben, richtige Bewegungsabläufe zeige, dann lege ich eine ganz, ganz tolle Grundlage für nachfolgende sportliche Bewegungen. Dabei ist es so, wenn natürlich sich Fehler auch mal einschleichen, wir leben von einer Fehlerkultur. Und die ist auch wichtig, damit die Kinder ja eben auch mal wissen, wie fühlt sich überhaupt die Bewegung richtig oder falsch an. Und dann kommen wir mit der Fachkompetenz, die wir dann hoffentlich haben, und dann auch einfach sagen können, pass auf, wenn du näher am Seil zum Beispiel bleibst, wie jetzt bei dem Seilsprung, dann schaffst du auch schnellere Übersprünge. Je weiter weg du bist, umso mehr Zeit brauchst du. Bewegung soll Spaß machen und dabei ist es vor allem wichtig, in die Bewegung zu kommen.
was aufgrund der Einfachheit der Fritzi-Übungen perfekt in jeden Kita-Alltag adaptiert werden kann. Diese Übungen, ich brauche ein Seil, ich brauche ein paar Reifen, ich brauche einen Ball, die sind so eng gestrickt und auch in der Fülle der zeitlichen Anforderungen gering, dass ich sie sowohl mal draußen durchführen kann, aber auch im normalen Gruppenraum. Und deshalb sollten die Fritzi-Übungen auf jeden Fall adaptiert werden und in der Kita umgesetzt werden. Bewegung soll Spaß machen, dies sieht man bei der Bummi-Olympiade im Luftschiffhafen. Und Bewegung kann in der Kita und in der Schule Grundlage für weitere Höchstleistungen auch in anderen Fachbereichen sein. Kinder, die ein Gleichgewichtsvermögen zum Beispiel gut ausgebildet haben in den jungen Jahren, die können auch eine Raumlagewahrnehmung viel, viel besser darstellen. Und wenn Sie sich jetzt Buchstaben zum Beispiel vorstellen, also das B, das P, das D, das ist ja nur ein Symbol, was im Raum mehrfach gedreht wurde. Und wenn ich ein gutes Gleichgewicht habe, dann kann ich die Buchstaben auch viel besser verstehen. Weil machen Sie mal eine Rolle vorwärts, die Welt sieht auf einmal ganz anders aus, weil sie ja auf dem Kopf steht. Und so ist es eben dann auch mit den Buchstaben. Alles Gründe, um sich auch in der Kita entsprechend zu bewegen. Mit Spaß und im Team. Von daher... Sport? Und noch einmal, Sport? So, und nun rücken Sie Ihr Kettenhemd zurecht, schauen noch einmal, ob der Helm richtig sitzt und ob Sie das Schild und das Schwert fest im Griff haben. Wir tauchen jetzt in die Zeit des Mittelalters ein. Die Kollegen vom Teltow-Kanal möchten Ihnen die Stadtwache von Jüterbock vorstellen. Wohl an denn. Jüterbock, wir schreiben das Jahr 1323. Im heutigen Brandenburg toben blutige Schlachten. Vor genau 700 Jahren streiten Askanier und Wittelsbacher um die Vorherrschaft in der Mark. In Szene gesetzt wird dieser Kampf von der Berliner Rittergilde. Vor der Kulisse der Nikolaikirche trainieren Männer und Frauen jeden zweiten Samstag und bauen in Jüterbock eine eigene Stadtwache auf. Wir versuchen auch ein bisschen die Geschichte nachzuempfinden, historische Ereignisse in der Mark Brandenburg, aber auch in den Städten damals Köln und Berlin nachzuvollziehen und zu gucken, Mensch, was war da eigentlich? 1323, 24 ist beispielsweise Ludwig der Brandenburger von seinem Vater König Ludwig der Bayer zum Markgrafen von Brandenburg ernannt worden. So, und das bringt auch ein paar Probleme mit. Gelöst werden Probleme im Mittelalter nicht selten mit Gewalt. Die Berliner Rittergilde ist die größte Organisation für mittelalterlichen Schaukampf in Deutschland. Gekämpft wird für Filmproduktionen und Musikvideos in öffentlichen Shows oder auf Stadtfesten. In Jüterbock sind schon 15 Freizeitritter dabei. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Geboten wird eine starke Gemeinschaft, die über die Schaukämpfe hinaus zusammenhält. Die Gemeinschaft, die Menschen sind alle für einen da. Das heißt tatsächlich die Gemeinschaft, die mich hier am meisten interessiert. Also wir hatten letztens zum Beispiel im Krummen See eine Aktion, da wurde um Hilfe gebeten, als der große Sturm da war. Haben sich dann vor ein paar Tagen 30 Leute gefunden, die angepackt haben. Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt ist einzigartig. Also wir sind eine große, glückliche Familie von über 200 Leuten. I found new people. Ich habe neue Leute kennengelernt, sehr freundliche Menschen. Und ich möchte allen Menschen in Deutschland sagen, danke. Um ein realistisches mittelalterliches Schlachtszenario nachstellen zu können, trainieren die Freizeitritter den Umgang mit Schwertern, Bögen, Speeren, Armbrüsten und auch Wurfmaschinen. Neben dem Hauptsitz in Berlin gibt es inzwischen Standorte in Friedland, Gransee, Trebin und eben auch in Jüterbock. Das Konzept ist in Berlin entstanden, ja, das stimmt. Berliner Rittergilde kommt von dort. Aber unsere Idee ist es, wir wollen dieses Konzept nach Brandenburg reintragen und mit lokalen Leuten örtliche Organisationen aufbauen. Das heißt, im Moment zum Beispiel kommt der Trainer hier in Jüterbock noch aus Berlin. Aber Ziel ist es, wir wollen Leute aus Jüterbock oder der näheren Umgebung dazu motivieren, die Stadtwache hier buchstäblich zu übernehmen. Stadtwache, sammeln, kreisbilden! 200 Mitglieder zählt die Organisation heute und will weiter wachsen.
Wer also ein außergewöhnliches Hobby sucht, ist in der Rittergilde oder einer ihrer Stadtwachen genau richtig. Reiselust und Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber sollte jedoch unbedingt vorhanden sein. Wir arbeiten mit großen Bands zusammen, die dann irgendwelche Musikvideos drehen wollen und einfach dieses Ganze, dass man halt auch mal ein komplett anderes Hobby hat, weil jeder kann sagen, ach guck mal, ich spiele Fußball mit ein paar Freunden in der Freundschaft, in der Freizeit. Wer kann schon sagen, ja, ich treffe mich mit ein paar hundert Chaoten und klopfe mich mit Schwert und Schild. Das kann halt nicht jeder. Um Missverständnissen vorzubeugen, nicht jeder oder jede ist an diesem Tag zum Kämpfen nach Jüterbog gekommen. Mitmachen kann auch, wer nicht kämpfen möchte. Wer aber Lust hat, ist zum kostenlosen Probetraining jederzeit herzlich eingeladen. Und wer weiß, vielleicht sind auch Sie im nächsten Video einer großen deutschen Rockband oder im nächsten erfolgreichen Kinofilm zu sehen. Wenn aus Christoph Bergholz Markus Christiansen wird, verändert sich optisch nichts. Der Prenzlauer Schlagersänger braucht keine Perücken, Sonnenbrillen oder Schlaghosen. Nein, Markus Christiansen betreibt seine Leidenschaft, die Musik, sehr professionell. Er hat bereits mehrere Songs aufgenommen, arbeitet mit einem Produzenten aus der Schweiz zusammen und war vor kurzem auf einer Mittelmeerinsel, um ein Musikvideo zu drehen. Die Kollegen von Regio TV Nord haben ihn getroffen. In seiner Brust schlagen zwei Herzen. Er hat den Sunny Boy genauso drauf wie den verantwortungsbewussten städtischen Angestellten. Tagsüber widmet sich Christoph Bergholz als Kinder- und Jugendbeauftragter den Sorgen und Nöten der jüngeren Prenzlauer. In seiner Freizeit und des Nachts, wenn er für Veranstaltungen gebucht wurde, wird er zu Markus Christiansen. Und das überaus erfolgreich. Wird selbst gesungener Schlager auf Festivitäten gewünscht, kommen die Organisatoren, zumindest hierzulande, an Markus Christiansen gar nicht vorbei. Denn der zieht Gäste. Worum geht es in den Christiansen-Schlagern, dass die so gut ankommen? Na, wie es beim Schlager so ist, ne? Also das, was die Leute gerne hören oder was, womit die Leute sich gerne beschäftigen, ist immer so das Thema Liebe oder verlassen werden oder generell um Gefühle, es geht einem gut, es geht einem schlecht. Einfach so Gefühle in Texte und in Musik zu packen und irgendwie zu schaffen, dass die Leute sich darin irgendwie wiederfinden. So. Das gelingt Christoph Bergholz alias Markus Christiansen ganz gut. 2011 hat der Prenzlauer seine Kunstfigur erschaffen. Auch davor war Christoph Bergholz musikalisch unterwegs. Während des Studiums in Greifswald war er Keyboarder und Backgroundsänger in einer Band. Als die sich auflöste, zogen Christoph Bergholz und der Schlagzeuger als Schlagerkönige los. Damals entstand die Figur Markus Christiansen, der irgendwann ohne den anderen Schlagerkönig weitermachen musste und das dann gern in seiner Heimat der Uckermark getan hat. Nun hat es den Ex-Schlagerkönig Christiansen quasi von der Ostseeküste ans Mittelmeer gespült, denn sein neuester Song, Au revoir, goodbye, hatte es verdient, sogar mit einem Musikvideo ausgestattet zu werden. Dieses Lied ist all den Männern gewidmet, die in ihrem Leben von dem Menschen, den sie lieben, verlassen wurden. Keiner soll deswegen traurig sein. Und tatsächlich, wenn man sich dieses Video anschaut und der eingängigen Melodie lauscht, geht es einem gleich ein wenig besser. Immerhin wurde mit zwei ausgebildeten Kameraleuten auf Sizilien gedreht. Warum dieser Aufwand? Die Musik mit dem Bild zu verbinden, gibt der ganzen Sache irgendwie noch mal tausendmal mehr Ausdruck irgendwie. Wenn man in einem Video so eine Geschichte erzählen kann oder bildlich darstellen kann, die man in dem Text hat, dann glaube ich, kann man als Zuschauer sich noch mal irgendwie hundertmal mehr reinversetzen. Er muss es wissen, das ist immerhin das vierte Musikvideo, in dem der uckermärkische Schlagersänger, der sein Alter mit »Ich bin schon über 40« angibt, zu sehen ist. Der studierte Sozialpädagoge empfindet das Singen auch als Ausgleich zur Arbeit und er nimmt es inzwischen viel ernster. Sein Markus Christiansen ist ein semi-professioneller Sänger. Einen Menschen dieses Namens gibt es übrigens wirklich.
Typ und Name haben dem über 40-Jährigen seinerzeit so gefallen, dass schnell klar war, das wird der Künstlername, der sich regional längst zur Marke entwickelt hat. Wir haben unsere Sendung mit Aktivitäten für Kinder und Jugendliche begonnen und so wollen wir sie auch beenden. In unserem nächsten Beitrag geht es um das Projekt Wir bewegen Schule, das an der Förderschule in Eisenhüttenstadt begeistert durchgeführt wurde. Bewegen heißt in diesem Fall tanzen. Sie hatten sichtlich Spaß und waren mit vollem Einsatz dabei. Es war unfassbar. Also erstmal haben wir so viel Publikum gehabt, damit haben wir gar nicht gerechnet. Und die Kinder waren einfach obercool. Also coole Eltern, coole Kinder, die haben Sachen gemacht, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie das in einer Woche hinbekommen. Diese eine Woche war von dem Projekt Wir bewegen Schule inspiriert. Das Land Brandenburg hat über das Programm Aufholen nach Corona eine Plattform geschaffen, auf der es solche Angebote gibt. Und meine Kollegen und die Kinder haben sich Tanzen gewünscht. Und über diese Plattform bin ich auf Helden e.V. gekommen und auf die professionellen Tänzer von Wir bewegen Schule. Und die haben sich ganz schnell zurückgemeldet. Wir haben die letzte Woche, in der es möglich war, nutzen können, das Projekt zu machen und sind total begeistert. Diese Begeisterung war den Schülern anzusehen. Um so etwas auch zeigen zu können, braucht es gutes Training und Anleitung. Die hatte die Schule durch zwei professionelle Trainer. Ich bin der Rani Zellers, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Ulm, wohne jetzt seit kurzem in Frankfurt. Und ich bin professioneller Tänzer, tanze auch im hessischen Nationalkader, Breakdance, wirklich auf Olympia-Level. Bin auch gelernter Erzieher und Pädagoge. Und ja, das bin ich. Ich bin der Sebastian Samstag, auch genannt Zippo. Ich tanze seit 17 Jahren Breakdance, auch im hessischen Nationalkader für Olympia. Beide hatten die Schüler zu solchen Leistungen bringen können. Eine Woche ist aber nicht viel Zeit. Das ist auch eigentlich immer die Schwierigkeit der Tanzlehrer, ne, dann in jede Klasse neu zu gehen und zu gucken. Also unsere Aufgabe ist es, jede Woche abzuschätzen, was kann man denn mit den Kindern machen. Ja, wir haben wirklich ganz, ganz unterschiedliche Körpertypen. Wir haben manche, die sehr, sehr sportlich sind. Und unsere Aufgabe ist es, für jedes Kind ein Erfolgserlebnis zu haben. Ja, also man sieht, dass es kann nur funktionieren, wenn man als Klasse eine Einheit ist. Und wir versuchen, die Klassen zusammenzuschweißen, die Kinder zu bestärken und einfach das Selbstvertrauen auch aus den Kindern rauszuholen. Ja, dass auch die Kinder, die vielleicht nicht unbedingt die sportlichsten Kinder sind, ein Erfolgserlebnis haben. Und ich glaube, das war heute deutlich zu sehen. Lächelnde Gesichter, strahlende Kinder und ja. Schon von Weitem konnte man die Begeisterung der Schüler und auch Eltern und Zuschauer hören. Eine solche Unterrichtswoche zu Schulbeginn motiviert sicherlich enorm. Durch die Planung des Unterrichts hatten die Kinder ja Unterricht und Tanzen, sodass Sport jeden Tag war. Wir hatten ein absolutes, ruhiges Klima an der Schule. Die Tänzer waren beeindruckt. Die Kinder haben die beiden coolen jungen Leute geliebt. Und unsere Kinder waren ehrgeizig ohne Ende. Die haben am Nachmittag weiter geübt. Die haben zu Hause weiter geübt. Super motiviert. Die waren total gespannt auf die Aufführung heute. Die Aufführung in der Turnhalle ist das Ergebnis dieser Tanzwoche an der Diesterweg-Schule. Wir waren die ganze Woche mit den Kindern am Üben. Also wir hatten pro Tag immer eine Doppelstunde mit jeder Klasse und haben in der Woche einen individuellen Tanz mit jeder Klasse ausgearbeitet. Genau, und heute war der Präsentationstag, bei dem die Lehrer und Eltern dabei waren und natürlich auch die ganze Schule. Nicht nur die Schüler waren begeistert. Auch die beiden Trainer nehmen gute Erfahrungen aus der Stadt und der Region mit nach Hause. In Eisenhüttenstadt, muss ich sagen, wurden wir wirklich super positiv empfangen. Also es war wirklich von Anfang an ein familiäres Gefühl. Die Lehrer sind wirklich super nett, kommunikativ. Und wie ich das vorher schon gesagt habe, meistens merkt man das schon, wenn das Kollegium funktioniert, dann funktionieren auch die Kinder. Und wir hatten wirklich nur positive Eindrücke. Und deswegen wollen wir uns auch nochmal beim ganzen Lehrerteam und der Schule bedanken, dass wir wirklich da so herzlich aufgenommen wurden und empfangen sind. Genau. Und damit sind wir am Ende angelangt. Das war eine weitere Ausgabe des Brandenburg-Journals. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen noch eine schöne Zeit. Machen Sie was draus.